12. März 2012. Ein Datum wie jedes andere. Für aus Syrien stammende Kurden jedenfalls nicht. Für sie ist es ein Tag des Gedenkens und Protestierens. Vor 8 Jahren, am 12. März 2004, kam es in der syrischen Stadt Al-Qamishli nach einem Fußballspiel zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Sicherheitskräfte schossen scharf, mindestens 7 Tote. Am nächsten Tag eskalierte die Gewalt, als Sicherheitskräfte auf eine Beerdigungsprozession schossen. Tote, Verletzte und Tausende von Festnahmen waren die Folge. Die in Hannover lebenden Syrer hatten um 16 Uhr zu einer Protestkundgebung am Köpke gegen das Assad-Regime in Syrien aufgerufen. Und ca. 250 bis 300 waren gekommen. Moralische Unterstützung kam von den Grünen. Ein wirksames Embargo gegen das mörderische Regime von Assad und seinen Gefolgsleuten zu verhängen. Während wir alle hier stehen, gehen in Homs und in vielen anderen Städten und Dörfern in Syrien die Menschen auf die Straße, um für das zu streiten, was ihnen zusteht, was ihnen schon seit Jahrhunderten zusteht, nämlich ihre Freiheit. Wo waren eigentlich die anderen Parteien? Das ist ein Problem der Welt. Jeden Tag werden Leute erschossen. Dieser Kerl ist der Anführer einer Mörderbande. Überall in der Welt auch gibt es Demonstrationen. Wir sagen, nicht nur die Politik soll es etwas in Einfluss nehmen. Wir wissen, dass die Stimme der Menschen kann auch eine gute Rolle spielen. Denn die Menschen haben auch diese Aufgabe, gegen Brutalität, gegen gegen Diktatur auch zu kämpfen. Für uns ist es kein Wunder und keine Überraschung, dass Russland und China Veto im Sicherheitsrat benutzt haben. Sie respektieren die Menschenrechte nicht, sie treten die Menschenrechte mit Füßen. Man braucht aber gar nicht nach Russland und China zu schauen. Der deutsche Siemens-Konzern baut ein Gaskraftwerk in der Nähe von Damaskus aus. Ein paar hundert Millionen in der Konzernbilanz. Für Menschenrechte gibt es leider kein Bilanzkonto.